Der Einsturz der Morandi-Brücke hat eine Hauptverkehrsader zu einem der größten Häfen Italiens getroffen. Der Präsident der Hafenbehörde von Genua, Paolo Emilio Signorini, über die wirtschaftlichen Konsequenzen für den Hafen und die Möglichkeiten für Genua, den Betrieb ohne allzu großen Schaden sicherzustellen. Im letzten Jahr hatten wir einen Anstieg von 15% beim Containerumschlag auf 2.600.000 TEU, also 20 Fuß Standardcontainer. In diesem Jahr haben wir bisher eine Steigerung von 5%, aber jetzt nach dem Einsturz der Brücke schätzen wir, dass wir nicht weiter zulegen werden. Im Gegenteil, wir könnten bis zu 10% weniger Umschlag haben. Alles hängt davon ab, ob wir es schaffen, eine neue Straße entlang der Küste zu bauen, auf der der Gütertransport laufen kann. Wir schätzen, die Morandi-Brücke wurde von 1.000 bis 1.500 Lkw pro Tag genutzt. Für diese Fahrzeuge müssen wir eine Alternative finden. Funktioniert diese alternative Route, dann werden wir mit dem Einsturz der Brücke fertig. Andernfalls wird es zu einer ernsthaften Überlastung anderer Ausweichstrecken kommen. Das dürfte den Güterverkehr noch mehr behindern. Im Prinzip wollen wir im Hafen den 24-Stunden-Betrieb hinbekommen. Wenn wir in der Lage sind, unsere Terminals und Lkw auch nachts einzusetzen, wird das die Überlastung am Tag deutlich reduzieren. Aber die Nachtarbeit verursacht zusätzliche Kosten für Terminals, LKWs und Firmen. Diese Art von Mehrkosten könnten mit den Mitteln kompensiert werden, die die Regierung in solchen Katastrophenfällen bereitstellt. Die Regierung hat die Möglichkeiten, Mittel zur Entschädigung privater Unternehmen für diese Art von Mehrkosten bereitzustellen.